So, John Webber meldet sich zurück. Lange war es ruhig um den einstigen Money Rain Soldier, der in den letzten Jahren viel mit dem Lila Pimp zusammengearbeitet hat, nämlich Robbie Banks, der sich ja kürzlich bei Marvin California über Kollegas Ghostwriting öffentlich äußerte. John Webber, der auf neueren Bildern sehr gut in Shape zu sein scheint, äußerte sich in ein paar Statements unter anderem zu San Diego, Julian's Block und auch Moyes. Bei der Frage, was seine aktuelle Meinung zu San Diego sei, schrieb er folgendes. Immer noch dieselbe wie früher. Er ist einer der krassesten Künstler in Deutschland. Er müsste kontinuierlich alles hops nehmen mit seinem Talent. Aber leider legt er Fokus auf Leute, die ihn eher runterziehen, als dass sie ihm und seinem Business gut tun. Also der letzte Move war meiner Meinung nach eher kontraproduktiv. Mit Move meint John Webber hier natürlich die Verpflichtung von Moyes als neues BBM-Signing, auf das er gleich noch eingehen wird. Auf die aktuelle Entwicklung von Julian's Block angesprochen, äußerte sich John Webber kurz und sehr prägnant. Keine Ahnung, bleibt ein Keck, verfolge seine Entwicklung nicht. Auch auf die Frage, ob er, also John Webber, als Signing besser gewesen wäre als das Moyes-Signing, schrieb er folgendes. Ja, keine Ahnung, ob es besser gewesen wäre. Hype-technisch war Moyes gut, aber das Musikalische hat es wieder runtergebuttert. Da hätte ich mit Abstand besser geglänzt, ohne überheblich zu klingen. Das klingt ein wenig so, als ob sich John Webber vorstellen könnte, bei BBM zu sein. Ich wäre jede Wette eingegangen, wenn er und Robbie Banks als Doppelverpflichtung zu BBM gekommen wären. Es hätte sicherlich einen nicht unerheblichen Hype ausgelöst, aber man soll ja bekanntlich niemals nie sagen. Könnt ihr euch John Webber und Robbie Banks bei BBM vorstellen? Schreibt mir eure Meinung dazu gerne mal unten in die Kommentare.